Was für ein Blatt? Er muss buttern. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nun wirklich die schlechteste. Kreuz Bube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. Skat Masters 2014. Und liebe Skatfreunde da draußen, ich glaube, ich spreche ganz in eurem Sinne, wenn ich sage, was ist schon der vierte Stern im Fußball wert, wenn man diesen Pokal haben kann? Den einzig wahren Pokal für den besten Skatspieler ever, ever, ever. Ganz ehrlich, wenn ich nicht im Finale die Karten geben würde, dann würde ich selbst dran sitzen und um diesen Pokal spielen. Denn das ist doch auch ein Schmuckstück, was einer Frau sehr gut steht, oder? Leute haben im Finale gefightet, um sich dann für das ganz große Finale der letzten drei zu qualifizieren. Es geht um 25.000 Euro und es geht jetzt los. Natürlich geht es los mit unseren drei Finalisten. Der erste kommt aus dem Rheinland im roten Shirt. Sein Name ist Holger. Aus Hamburg von der Elbe im gelben Shirt Daniel. Und mit dem dritten Finalisten geht es wieder zurück ins Rheinland im blauen Shirt. Stefan ist der Name. Jetzt sehen Sie einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Zunächst stellen wir uns vor, mein Name ist Andreas Heinzgen und bei uns ist, wie immer, vom Deutschen Skatverband Wolfgang Schulz. Hallo Wolfgang. Hallo Skatfreunde. Sie sehen es, die Kandidaten werden ein bisschen TV-gerecht zurecht geschminkt und das übrigens sind wir beide, das nur am Rande mal kurz erwähnt. Hier sehen Sie unseren Tisch, vollgestopft mit Technik und gleich werden Sie auch eine unserer Karten sehen. Jede der Karten hat einen RFID-Chip inside und dieser Chip überträgt die Daten der Karte, da sehen Sie es, an den Tisch. Und vom Tisch aus wird das Ganze dann in das Computersystem eingespeist. Die Grafiken werden erstellt, damit Sie dann auf dem Bildschirm einen kompletten Überblick über die gesamte Kartenverteilung haben. Wir sehen es jetzt hier gleich bei Spiel Nummer 1. Und Sie sehen hier unten im Bild, wie Stefan seine Karten über das markierte Feld zieht. Jetzt bei Daniel auch noch mal gut zu erkennen. Das ist zu dem Zweck, den ich eben schon angesprochen habe, dass nämlich die RFID-Chips von unserem Tisch eingescannt werden und in das System eingespeist werden. Sie sehen dann unten die gesamte Kartenverteilung. Stefan im blauen Hemd links sitzend, Holger in der Mitte sitzend in Rot und Daniel rechts sitzend im gelben Hemd. Sie sehen über Stefans Punktestand derzeit natürlich noch eine Null, den Skat. Und gleich werden Sie auch erkennen, wie dann die Ausspielreihenfolge ist an den Feldern 1, 2 und 3. Im Moment, Holgers Name ist gelb unterlegt. Das sagt uns, er ist derjenige, der das Sagen hat und der in Vorhand ist. Das Spiel ist an Holger gegangen, zu erkennen daran, dass sein Feld jetzt rot unterlegt ist. Über Daniels Karten erkennen Sie den Spielstand und zwar immer aktuell. Sie sehen, Daniel hat Pik 10 und 7 gedrückt, hat demzufolge 10 Punkte schon einmal sicher und die sehen Sie jetzt auch am Spielstand. Und Holger spielt Grand, ein Wolfgang, wie ich denke, relativ unspektakuläres Spiel. Wir erkennen es ja an den Karten, die Buben sitzen 1-1, Herz König nicht zu dritt, sodass er drei Stiche abgeben wird. Schneider frei. Du hast ja die Kandidaten beobachtet, auch schon im Halbfinale. Wer ist aus deiner Sicht der stärkste der drei? Wer hat die besten Chancen, heute hier als Sieger vom Tisch zu gehen? Alle drei gehen sie mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in dieses Finale. Wie wir schon hörten, Holger hat etwas gefeiert am Tag zuvor. Vielleicht nicht ganz so gut. Man muss auch in jedes Spiel sehr konzentriert reingehen. Da könnte ihm etwas fehlen. Bei Stefan konnte ich mich nicht so recht entscheiden, aber Daniel scheint mir ausgesprochen konzentriert zu sein und bringt auch tatsächlich das nötige Know-how mit. Ich weiß nicht, ob Sie es am Anfang mitbekommen haben, liebe Zuschauer. Holger hat erzählt, er hat den Einzug ins Halbfinale, das wir am selben Tag vorher schon ausgespielt haben, den Einzug ins Halbfinale lange an der Hotelbar gefeiert, bis 3 Uhr morgens
ist es da wohl gegangen. Oder 3 Stunden Schlaf, eins von beiden. Also jedenfalls, allzu viel Schlaf hat er nicht abbekommen. Wir werden sehen, ob sich das im Laufe des heutigen Tages noch rächt. Jetzt erstmal nicht. Sein erstes Spiel, das bringt er sicher nach Hause mit 71-49 Punkten. Mit 71 gewonnen. Da war der Ausflug an die Bar, hat sich wohl doch noch gelohnt gestern. Für das erste Spiel. Na dann. Wir werden sehen. Die Spiele 2 bis 7 haben gezeigt, war vielleicht doch keine ganz so gute Idee. Ein Spiel hat Holger mit Pech verloren und beim zweiten hat er es dann mit der Brechstange versucht. Sie sehen, er ist jetzt ziemlich weit abgeschlagen. Daniel liegt im Moment deutlich in Führung, aber bei Spiel 8 sagt das erstmal noch gar nichts. Daniel und Stefan, beide mit brauchbaren Blättern. Wolfgang? Oh, das wird prickeln. Das ist heiß. Erklär uns, warum? Stefan mit den beiden Buben, Kreuz und Pik, Buben, Ass, Ass, 10, Ass. Daniel dagegen mit 5 Pik und 2 roten Buben. Und der Skat ist für beide oder wäre für beide denkbar schlecht. Stefan kommt ans Spiel und ihm bleibt jetzt eigentlich nur der Grang übrig. Daniel im Aufspiel. Daniel kommt. Was ja auch kein schlechter Grand ist, muss man mal sagen. Also, da habe ich schon Leute mit weniger auf der Hand Grand spielen sehen. Richtig, richtig. Aber doll ist er nicht. Nein, das stimmt schon. Daniel bringt jetzt auch schön die lange Farbe. Bringt Stefan ans Spiel mit dem Pik Ass. Kann er nicht wissen. Aber nun testet Stefan die Buben ab. Und stellt fest, wird nicht ganz so einfach. Oh je. Beide Buben auf einer Hand. Wie jetzt rangehen ans Spiel? Herz-Dame, mal gucken, vielleicht kann ich meine Herz-10 hochspielen. Was macht Holger? Er könnte den Königsschnitt ansetzen, also jetzt Herz-7 rein. Entscheidet sich aber zu übernehmen. 18 Augen. Und Daniel wird jetzt anfangen, den Stefan mit Pik zu quälen. Und für Stefan jetzt die bange Frage: Was ist abzuwerfen? Oh, entscheidet sich für 3 Augen in Karo. Ja, er muss natürlich damit rechnen, dass Daniel weiter mit Pik kommt. Also die Herz 9 wird jetzt als nächstes vermutlich dann abgeworfen werden. Ja, aber sind eben 0 Augen. 3 Augen sind erstmal weg. Karo 10 auch. Jetzt wäre eine gute Idee, vielleicht mal zu buttern. Macht er nicht. Holger. Ja, er muss auch sehen, was passiert weiter mit Kreuz. Vielleicht mache ich noch einen Stich in Kreuz. Es ist schwierig. Jetzt kommt Pik 10. Muss natürlich gestochen werden von Stefan, logischerweise. Das kann er nicht durchgehen lassen. Nun kann es metern. 38 Augen haben sie eingebracht. Also du meinst nicht, dass Holger die Kreuz 10 schon hätte einwerfen sollen? Nicht unbedingt. Aber jetzt. Nee. Na okay, es wären 60 gewesen. Das reicht aber auch nicht. 50 haben wir. Du musst doch nur mal die Kreuz 10 reintun. Oh, er ist sauer. Kann die auch vorher nicht drin. Ja, mit 70 hat er 50. Gewonnen. Ja, 50. Du kannst 3-mal, glaube ich, laden. Gib's mir mal Lusche. Karo 10 und nicht der Gent. Karo 10, ja, und dann hast du mir 2 Luschen gegeben. Jetzt ich habe nur noch Lusche, ich habe nur Karo 10 und Kreuz 10. Ja, nur uns Kreuz 10 nicht rein. Wir haben ist vorbei, nächstes Spiel. 15 haben wir gekriegt. Mann, ich bin verzählt. Und da regt er sich, glaube ich, zu Recht auf. Zu Recht, ja. Kleiner Sprung in Spiel Nummer 12. Sie sehen es, Stefan hat Daniel mittlerweile überholt und auch Holger hat ein klein wenig aufholen können. Und jetzt spricht, obwohl Daniel das natürlich noch nicht weiß, denn er kennt den Skat natürlich nicht anders als wir, die ihn oben über Stefans Punktestand sehen. Jetzt spricht alles für Daniel. Das Spiel dürfte er relativ sicher nach Hause bringen. Die Frage ist natürlich, wie sicher und wie deutlich reicht es möglicherweise sogar für ein Schneiderspiel? Wolfgang, was meinst du? Die Karte sieht erstmal nicht nach Schneider aus in der Hand von Daniel. Dann möchte ich die Konzentration. Es wird ein Grang werden. Aber sag die Ausgangskarte war zum Anreizen auch schon in Ordnung. Aber mit dem Pik Ass ist es ein Grang geworden. Aufspieler hat Stefan. Karo Dame, Karo 8. Trifft sich natürlich bombig zum Schneiden. Das heißt, Angriff auf die 10. 8 und Dame lagen, er nahm den König raus. Hat er noch das Glück, die Buben sind verteilt. Das weiß er jetzt auch, wir wussten es schon etwas länger. Herz Ass. Oh, wunderbar. Was Traum. Macht Holger jetzt? Traut er sich nicht? Aber er weiß, er hat Herz so lang, das kann er eigentlich nicht riskieren. Aber wie man dann sagt, in solchen Fällen Bild ist Pflicht.
Ja, bei 5-mal Hearts, die in seiner Hand stehen, vielleicht doch etwas viel. Die Herzdame sind immerhin 3 Augen. Aber Daniel kann jetzt beruhigt erstmal die Pik-Karte, Pik Ass, Pik 10 spielen. Weiß jetzt auch, Pik 8 macht noch einen Stich. Jetzt ein Ass ausgespielt, dann hat er das Spiel gewonnen. Zunächst mal. 65, 69. Und jetzt? Das ist ein brillanter Zug. Er startet jetzt den nächsten Angriff auf Karo 10. Indem er Stefan ans Spiel bringt, der muss jetzt mit irgendwas rauskommen. Er kann sich also entscheiden, Daniel kann sich entscheiden, was mache ich. Weiß, die Karo 10 ist noch draußen, behält seinen Ass auf der Hand. 30, kommt damit brillant. Genau auf 90 Punkte und spielt die anderen beiden Schneider. Sehr gut gespielt. Großartig, ganz großartig. Er zippt dann noch gerade, also muss ich jetzt genau anspielen. 90, Daniel. Ja, er muss direkt die 10 blank spielen. Hm? Ich spiele direkt die 10 kaputt. Spiel 13 war eingepasst und wir springen ins Spiel 14. Eigentlich ein passables Blatt für Holger, möglicherweise auch ein Pikblatt für Daniel. Stefan könnte auch Kreuz spielen. Was sagst du, Wolfgang? 20. Ausbaufähig für den Daniel. Ein Vorteil ist hier die Vorhand. 6-mal Trumpf in Pik, 2 Asse. Aber wir sehen es, ein Grottenskat für ihn. Nur mal so die Überlegung, es lägen Pik Ass und Kreuz Bube. Da springt jeder hoch, Krank Schwarz. Aber mit den beiden Achten. Pik ist Trumpf und Daniel kommt selbst. Und er hat 4 Trümpfe gegen sich, die Holger auf der Hand hat. Und zwar keine niedrigen. Nein. Kreuz, Herzbube, Pik Ass, Pik 9. Nun muss er mal diesen Kopf aus der Schlinge ziehen. Ist zumindest schon mit Karo Ass wieder am Spiel. Übrigens, liebe Zuschauer, falls Sie einmal anstelle unserer 3 Finalisten sitzen und um 25.000 Euro im Finale spielen möchten, dann gehen Sie einfach ins Internet unter skatmasters.de und qualifizieren Sie sich für das Finale im Jahr 2015. Da wünschen wir Ihnen jetzt schon mal viel Erfolg. Aber Sie sehen es, man muss auch schon ein ziemlich guter Skatspieler sein, wenn man dann die Nase vorn behalten will. Wie schlägt sich Daniel in diesem Spiel? Klasse. Ausgesprochen gut. Er hatte jetzt diesen Zwischenzug gemacht mit dem Herz Ass, weil er vermutlich von der 20er Reizung oder auf die 20er Reizung aufgebaut hat. Auch eine interessante Frage, warum Holger eigentlich 20 gereizt hat und nicht nur 18, weil er hatte eigentlich gar keine 20 auf der Hand. Er hat nichts mehr zu verlieren mit minus 40, die anderen beiden sind weit weg und auch Holger hatte hier ein ausbaufähiges Blatt mit entsprechend zu findenden Karten. Daniel bringt dieses Spiel klasse nach Hause. 67 hat er jetzt schon eingebracht. Na, einen Stich kriege ich noch. Und offensichtlich ein Spieler, na gut, das ist jetzt nicht so schwer herauszufinden, aber ein Spieler, der wirklich Überblick hat, der das Spiel insgesamt lesen kann. Er hat den Überblick. 41. Ja, die 20er Reizung. Die 20er Reizung hat mir ein bisschen Angst gemacht, aber kannst ja. Naja, ich bin einfach weggegangen. Ich wollte am Anfang. Was kommt noch? Eine Herzlusche kommt hoch. Wir machen einen riesigen Sprung von Spiel 14 auf Spiel 29. Deswegen, weil, Sie sehen es, im Grunde genommen sich die Tendenz verstetigt hat. Daniel liegt vorn, Stefan ist ihm auf den Fersen und Holger hat sich aus dem Rennen endgültig verabschiedet. Der macht sich schon mal auf dem dritten Treppchenplatz bequem, denn er hat mit dem Ausgang heute hier nichts mehr zu tun. Er hat auch wirklich eine Menge Pech unterwegs gehabt. Daniel jetzt am Spiel. Oh. 2 Damen. Ein Skat, den keiner finden möchte. Und das wird vermutlich das, was du gerne einen Cook-Hand nennst. Man schaut mal rein und dann legt man genau das wieder zurück, was man im Skat gefunden hat. Tatsache, so ist es dann auch. Weil was will man mit den beiden auch? Zumindest habe ich einen Plan für die erste Karte. Kreuz ist Trumpf. Das ist doch eine Menge. Der Plan für die erste Karte. 5-mal Trumpf in Vorhand. 2 Asse, 7 Dame, 10. Und 4 Trümpfe dagegen bei Stefan. Das ist wieder solch ein Spiel, wo man niemals sagen kann vorher, wie geht es aus. Denn jede Karte kann hier entscheidend sein, wie und wann sie gelegt wird. Eben zum Beispiel hat man es wieder gesehen, wie günstig es für Daniel liegt. Holger hat eigentlich richtig seine lange Farbe ausgespielt. Daniel hat das Ass genommen und Stefan hatte die 10 blank in Herz. Das war dann natürlich korrekt. Glück für Daniel. Und ein bisschen Glück gehört ja auch dazu beim Skat ab und dann mal. Ein bisschen. Ja, die ist schwer. Ich glaube nicht, dass... Aber wie es so schön heißt, auf lange Sicht setzt sich immer der bessere Spieler durch.
Vielleicht nicht unbedingt in den 36 Spielen eines solchen Finales, aber wenn man tatsächlich ein Turnier spielt mit 4x36 Spielen, dann trennt sich da schon die Spreu vom Weizen im Normalfall, Wolfgang. Das auf sicher. Und nun, er hatte schon recht hier mit dieser schweren Karte. Herzkönig, er weiß, Hinterhand hat kein Herz mehr, kann aber immer noch nicht sagen, wie stehen denn jetzt die Trümpfe? Hat jeder einen, hat einer zwei und er macht den Test. Und nun hängt er eigentlich am Haken. Stefan hat jetzt die Übernahme mit dem Kreuz Buben, Karo König, jetzt Herz Buben gezogen, Kreuz 10 von hinten rein. Mittelhand gibt eine Karo-Karte dazu, dann kann er Pik König ziehen, Pik Ass. Ups. Ja. Oh, er will Kreuz 10 nicht. Hatte ich nicht gehört, offensichtlich. Er will Kreuz 10 nicht. Das wäre jetzt der Weg zum Sieg gewesen, um hier Daniel noch ein Bein zu stellen. Aber Daniel kostet's aus. Jetzt Pik Dame. Er weiß, irgendwo steht noch bei Stefan steht noch der Trumpf. Aber irgendwo muss noch Karo 10 sein. Und er weiß, die hat Stefan. Sollte Stefan jetzt die 7 abwerfen? Es ist völlig egal jetzt. Was Höheres zu hoffen, dass er stechen kann, weil die Dame zu stechen ist ja nicht so der Bringer. Es ist völlig egal. Für ihn ist jetzt tatsächlich der einzige Weg noch. Wer hat Karo Ass, wenn es bei Holger steht? Reicht es ihm? Es ist echt wirklich. 7 Spiele stehen noch aus und wir hören uns mal an, wie unsere Finalisten den bisherigen Verlauf sehen. Holger, was ist los? Du findest nicht richtig rein ins Spiel, oder? Nein, die Spiele, die ich verloren habe, die waren eigentlich gar nicht zu gewinnen. Mhm. So wie die Karten gestanden haben. Aber ich würde auch jetzt die letzten 5 Spiele nur noch die sicheren machen. Lass die Kollegen das unter sich austragen. Also sie spielen schon gut. Die hocken nicht umsonst hier. Aber von Anfang an in dieser gesamten Partie ist dir das Glück ja stets hold geblieben. Beim Vorsprung kann man schon vorsichtig optimistisch sein, aber es gab ein großes Spiel, dann ist die Kiste wieder zu. Und was sagst du zu Holger? Der hat schon verdammt viel Pech, oder? So eine Liste hat jeder schon mal gespielt, ja. Auch mehrere. Man ist nur froh, wenn man sie nun nicht gerade hier bekommt, aber einen muss es ja erwischen. Wie schätzt du Stefan noch ein? Ja, Stefan bleibt ganz cool. Wenn der noch seine Chance kriegt, dann wird er sie ergreifen. So, Stefan. Verdammt enges Spiel. Wir gehen jetzt direkt auf die Zielgerade zu. Wie schätzt du deine Chancen ein? Puh, eigentlich ganz gut. Wenn ich mal 2, 3 gute Spiele jetzt kriegen würde und er mal nichts kriegen würde, dann denke ich schon, dass ich das auch schaffe. Und was sagst du zu Holgers Pechsträhne? Der hat wirklich Pech. Er läuft immer gegen viel Trumpf auf einer Hand. Wer ist der bessere Spieler, du oder Daniel? Jetzt kannst du es sagen. Würde ich sagen Daniel. Ehrlich? Ja. Würdest du ihm den Sieg gönnen? Nö. Ehrlich ist er wenigstens. Wir machen wieder einen Sprung ins vorletzte Spiel und wir sehen, Holger hat mit seiner Strategie nur noch die sicheren Spiele zu spielen tatsächlich wieder aufgeholt, aber nicht mal mehr theoretisch kann er sich hier noch auf den 2. Platz verbessern. Aber mein Gott, 3. Platz und immerhin 10.000 Euro steuerfrei als Preisgeld, das ist ja etwas, auf dem man sich auch recht gemächlich ausruhen kann. Aber zwischen Daniel und Stefan, da geht's noch um Platz 1. Die Frage ist jetzt 15 oder 25.000 Euro. Und die besseren Karten in diesem Spiel hat, Wolfgang, würde ich sagen, Stefan. 7-mal Trumpf in Kreuz. Aber auch hier wieder hat ihn der Skat nur umgehauen, weil er so schlimm ist. Hätte er vielleicht statt der Herz-Dame die Pik 9 drücken sollen, um auf 2 Farben blank zu sein? Das war eine Gefühlssache. So wie wir die Karten hier stehen sehen, wäre es besser gewesen. Aber er möchte 3 Augen erstmal retten. Hatte auch Erfolg, weil er auf Karo Lusche gleich Pik 9 abtragen konnte. Oh, traumhaft für ihn. Karo Dame hinterher, keine Übernahme von Daniel, sodass er jetzt wieder in Hinterhand sitzt. 2 Stiche abgegeben, die Gegner haben erst 14 Augen. Jetzt kommen Herz Ass, Herz 10 auf den Tisch. Schmerzlich, dass er da nicht stechen kann. 35. Stehen die Trümpfe 3-1. Er sollte jetzt einen kleinen Trumpf bringen, Kreuz Dame oder Kreuz 8. Wir sehen es, Kreuz Bube steht blank. Er spielt aber den Pik Buben. Er spielt Pik Buben und jetzt könnte es noch eng werden. 43, 2 Stiche noch an die Gegner. Denn er hat zwar 5 Trümpfe auf der Hand, aber Holger hat 2 höhere. Also das könnte unter Umständen eine enge Kiste jetzt werden. Da hat er Glück, dass Holger bedienen muss, nicht drüber geht. Und nicht nur das, er opfert, also Daniel opfert die Karo 10.
Und die fehlt am Schluss. 58. Und jetzt zeigt sich, wie recht Stefan hatte, indem er die Dame gedrückt hat. Denn die drei Punkte, die haben ihn letztlich den Sieg gebracht. Dann hätte er vermutlich das eine Karo Volle schon stechen können. Dass du noch einen hast, war stand jetzt auch nicht. Wenn du zwei Vollkarten behältst, hätte ich dir direkt gratuliert. Ja. Ja, aber jetzt kommt's. Letztes Spiel. Spannender kann es für die Zuschauer auf keinen Fall sein. In der Tat, als hätten wir ein Drehbuch geschrieben. Haben wir aber nicht, das kann ich Ihnen versichern. Und während wir uns anschauen, wie die Karten verteilt sind, noch einmal der Hinweis, wenn Sie einmal in diesem Finale sitzen möchten, meine Damen, meine Herren, dann gehen Sie doch einfach ins Internet unter skatmasters.de, können Sie sich qualifizieren für das große Finale 2015. Bist du jetzt, Stefan, vom letzten Spiel? Mit einem einfachen Grand, 48 Spielpunkten, 50 Gewinnpunkten, könnte Stefan Daniel um einen Punkt überholen in diesem letzten Spiel, aber er hat keinen Grand auf der Hand. Stefan hat keinen Grand. Das Einzige, was er jetzt tun könnte, wäre, Daniel mit einer hohen Reizung unter Druck zu setzen. Also ihn in ein Spiel zwingen, dass er dann möglicherweise verliert. Ein Spiel verliert. Dann würde es Stefan reichen. Ich kann schenken. Aber er versucht's gar nicht. Stefan passt, Holger kommt ans Spiel und wir können Daniel gratulieren. Daniel aus Hamburg ist unser Skat Masters Champion 2014. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh, danke schön. Ja, drin der Fisch. Daniel, hast jetzt 25.000 Euro gewonnen. Wie fühlst du dich nach diesem Sieg? Großartig, wie aus einem Märchenbuch. Jetzt hast du am Ende ja fast noch einen Bock geschossen und hast noch mal einen Konkurrenten rankommen lassen. Was war los? Ja, es ist hier schwer, sich so doll zu konzentrieren. Und da er den Pik Buben spielte vorher, dass es ein Siebentrümpfer war, war schon zu sehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Mann so leicht jetzt noch die beiden roten Buben hat. Ich hatte wohl jetzt noch irgendeinen anderen Plan, dass er noch einen Trumpfstich, ich noch ihm hochspielen wollte. Also das wäre der teuerste Bock meiner Skatkarriere gewesen. So viel steht fest. Ja, auf jeden Fall. Das war das Skatmasters-Finale 2014. Mein Dank geht wie immer an Wolfgang Schutsch vom Deutschen Skatverband. Gern und gut Blatt weiterhin. Mein Name ist Andreas Heinzgen und wir sehen uns, hören uns wieder im nächsten Jahr. Bis dann.